In Mazar-i-Sharif beginnt die heiße Phase des Abzugs der Bundeswehr aus Afghanistan. Den Anfang machen zwei Hubschrauber vom Typ NH-90, die in ein Antonov-Transportflugzeug verladen werden. Insgesamt 6 NH-90 waren seit November 2020 in Afghanistan stationiert. Jetzt beginnt für sie die Heimreise. Heute geht es los. Heute geht der erste Flieger raus. In dieser Woche sind geplant 12 Antonov, um Material nach Deutschland zurückzuverlegen. Man muss sich vorstellen, dass wir hier eine Kleinstadt haben, die wir abbauen und zum Teil zumindest nach Deutschland zurückverlegen. Ein Teil wird sicherlich hier bleiben und übergeben werden. Aber das ist eben ein sehr, sehr komplexes Unternehmen. Das ist nicht einfach nur etwas auf eine Maschine stellen. Das muss vorbereitet werden. Die Infrastruktur muss vorbereitet werden. Die Übergaben müssen vorbereitet werden. Das wird sehr anstrengend werden mit einem immer kleiner werdenden Team hier. Mit einer Seilwinde werden die beiden Hubschrauber in den riesigen Frachtraum der Antonov gezogen. Nach 2 Stunden ist die wertvolle Fracht verladen und gesichert. Sämtliches militärische Material der Bundeswehr wird per Lufttransport von Afghanistan nach Deutschland zurückverlegt. Das gesamte Frachtvolumen entspricht rund 800 Containern. Um das zu bewerkstelligen, werden Dutzende Flüge mit der Antonov notwendig sein. Start in Mazar-i-Sharif, der erste Rücktransport aus Afghanistan ist unterwegs. Flughafen Halle-Leipzig, rund 10 Stunden später. Die Antonov mit den 2 Hubschraubern an Bord ist sicher in Deutschland angekommen. Nach den NH-90-Hubschraubern wird rund 6 Wochen lang eine Vielzahl von Fahrzeugen und jede Menge Material von Mazar-i-Sharif nach Deutschland geflogen. Es geht um militärische Fahrzeuge. Das sind Gefechtsfahrzeuge, gepanzerte Fahrzeuge, es sind aber auch ungepanzerte Fahrzeuge, Kranfahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge. Also alles an Fahrzeugen, was das Einsatzkontingent hat. Aber es sind natürlich genauso dabei Feldlagermaterial, was wir zurückführen. Aber natürlich, und ich glaube, das leuchtet sofort ein, Waffen und Munition. Die Hubschrauber, Fahrzeuge, Waffen und andere Ausrüstungsgegenstände werden nach der Rückverlegung aus Afghanistan instand gesetzt und der Truppe so schnell wie möglich wieder zur Verfügung gestellt.